Hi Pyro, seid recht herzlich gegrüßt zu diesem neuen Video. Ja, der Oktober steht vor der Tür, das heißt, die heiße Phase für alle Pyros rückt immer näher, die Vorfreude steigt, die ersten Bestellungen werden getätigt und, ganz wichtig, die ersten Vorschießen finden statt. Und hierzu möchte ich euch jetzt einfach mal einen kleinen Überblick geben, was findet im Monat Oktober so statt, wo werde ich dabei sein und was ist vielleicht auch ein Tipp meinerseits, was ihr euch einfach mal geben könntet. Hallo Pyros, als erstes möchte ich euch jetzt erstmal zeigen, wo könnt ihr überhaupt rausfinden, was für Feuerwerksevents in eurer Nähe stattfinden. Dazu gibt es ein nützliches Tool vom Feuerwerksforum, und zwar gibt es ja diesen Kalender. Hier seht ihr allerlei Vorschießen, Pyro-Games, Stadtfeste, wo Feuerwerke stattfinden und so weiter und so fort. Einfach nach Datum ist das Ganze sortiert. Da könnt ihr euch einfach raussuchen, was euch interessiert und was natürlich auch in eurer Nähe ist. Könnt das hier auch noch ein bisschen genauer filtern. Das Tool werde ich euch mal in der Beschreibung verlinken. Ist auf jeden Fall sehr praktisch, wenn ihr mal spontan auf der Suche nach Veranstaltungen seid. Ja, ich werde euch jetzt drei Produktvorschießen einfach mal ein bisschen genauer vorstellen, euch ein bisschen was dazu erzählen. Wann sind die, wo sind die? Was ist mein persönlicher Eindruck von den Veranstaltungen, wo ich bisher war, und hoffe einfach, das kann euch weiterhelfen bei eurer Entscheidungsfindung oder vielleicht auch mal euch neue Denkanstöße geben. Und ich werde mich natürlich freuen, wenn wir uns vor Ort mal... Ja, und dann beginnen wir doch direkt mal mit meinem ersten Tipp beziehungsweise der erste Veranstaltung, wo ich auf jeden Fall sein werde. Und das ist hier am 3. Oktober das Vorschießen vom Feuerwerksshop. Hier werdet ihr mich finden. Das Ganze findet im Camp Heidekrug in Prötzl statt. Das ist in der Nähe von Berlin in Brandenburg. Und hier gibt es halt ein wirklich richtig großes Vorschießen. Also über 100 Artikel von verschiedensten Firmen werden hier gezeigt. Ich war letztes Jahr schon zu Gast im Oktober, allerdings an einem anderen Standort. War eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Ich blende euch nebenbei mal noch ein paar bewegte Bilder ein, einfach, dass ihr einen Eindruck habt. Hab da auch ein kleines Video zugemacht, das verlinke ich euch auch nochmal. Und möchte aber sagen, guckt euch auf jeden Fall mal die Seite hier an. Also wie gesagt, vom Feuerwerksshop veranstaltet, es gibt ausreichend Plätze, es gibt zusätzlich eine Paintball-Demo-Show, also wo auch Rauch und ähnliches gezeigt wird, ist ja für viele auch interessant. Ganz viele Neuheiten aus dem aktuellen Jahr, wir haben ja sehr, sehr viele neue Anbieter auf dem deutschen Markt, auch aus Holland vor allem. Das wird gezeigt, es gibt ein Gewinnspiel vor Ort. Ich habe schon vorab eine Info bekommen, dass es noch weitere coole Sachen vor Ort geben wird. Lasst euch da einfach mal überraschen. Und ja, für jeden, den es möglich ist, das ist am 3. Oktober, das ist Tag der Deutschen Einheit, also ein Feiertag. Fahrt mal dorthin, gebt euch mal die Veranstaltung, ihr werdet sicher nicht bereuen. Ja. Wichtig ist aber hier vorab, meldet euch an, lasst euch so ein Ticket zukommen, das kostet euch nichts. Hier geht es einfach nur um die Organisation für den Anbieter und zusätzlich um Versicherungsschutz, dass ihr dort einfach abgesichert seid, falls euch, weiß ich nicht, ein Leitstab von einer Rakete auf den Kopf fällt oder so. Das einfach mal nur am Rande. Ja, die nächste Veranstaltung, die für viele Pyros ja schon fast eine Pflichtveranstaltung ist jedes Jahr, das ist auf jeden Fall die Veranstaltung hier am 14. Oktober in Schlüsselfeld. Und viele wissen natürlich Schlüsselfeld, da sitzt Röder Feuerwerk. Und die haben auch wieder mal eine Produktpräsentation vor Ort. Ja, einfach kurz gesagt, das ist immer ein cooles Event. Also Röder gibt sich dort echt Mühe, viele Produkte zu zeigen. Also viele Neuheiten und natürlich auch immer für viele interessant, vor allem in den letzten Jahren, die in ihre Eigenkreation. Da gibt es ja schon, sage ich mal, Stichwort Goldmonster und so weiter. Coole Produkte, die für viele sicher sehr, sehr interessant sind. Man trifft in Schlüsselfeld auch immer viele Pyros, auch viele Pyro-YouTuber. Ich war selbst auch schon öfters mal dort. Der Weg hat sich immer gelohnt, auch wenn es für mich relativ weit ist, aus Sachsen bis dort runter nach Bayern zu düsen. Aber ja... Ich würde es euch einfach empfehlen, guckt es euch an, es ist eine coole Veranstaltung, man trifft coole Leute und ja, vielleicht sehen wir uns dann am 14. Oktober in Schlüsselfeld. Ja, und zu guter Letzt natürlich meine Nummer 3 für den Oktober, schon ein kleiner Geheimtipp, muss ich sagen,
kennen natürlich noch nicht viele, und zwar ist das am 21. Oktober das Vorschießen der Firma Zündidee. Das Ganze findet in Zürich statt, das ist in Sachsen-Anhalt, Nähe von Halle-Saale wäre die nächstgrößere Stadt, für die Leute, die es nicht kennen. Ja, da gibt es ein K2-Vorschießen, war letztes Jahr sehr, sehr cool, da waren echt geile Artikel dabei, die sonst kaum ein Anbieter oder kaum ein Online-Shop gezeigt hat. Vor allem waren letztes Jahr zum Beispiel viele Brockhoff-Artikel, Verbünde und so weiter zu sehen. War sehr cool, und zum Beginn gab es eine richtig fette Tagesfeuerwerksshow mit Artikeln aus F2 und F3. Also ich sag mal, wer noch nicht in Valencia war, das war mal ein cooler kleiner Vorgeschmack, was der Pyro Rob da auf die Beine gestellt hat. Kann ich auch wärmstens empfehlen, die Veranstaltung. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein mit meinen drei Tipps für den Monat Oktober. Wie gesagt, auf der Datenbank vom Feuerwerksforum findet ihr noch ganz, ganz viele Veranstaltungen, die ihr gerne besuchen könnt. Ich freue mich, Pyros. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.